Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Blog vom Wiechert und Steher Teich- und Gewässerservice. Heute widme ich mich dem Thema der Phosphate. Die Phosphate sind in vielen Gewässern noch ein Problem, aber auch in Koi-Teichen und in anderen Zierfischteichen sind Phosphate nicht zu vernachlässigen und führen immer wieder zu dem unerwünschten Algenwachstum und der anschließenden Eutrophierung der Gewässer. Es ist so, dass in den 70er Jahren das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz in Kraft getreten ist, was das Einsetzen von Phosphaten in Waschmitteln begrenzt hat. 2007 wurde das Ganze novelliert und mittlerweile kann man wirklich sagen, dass es da eine Einigung gab und auch einen Rückgang. Wir können es wirklich feststellen, aber in einigen Teichen ist es immer noch ein Problem. Und Phosphate sind ein Thema, weil wenn wir Phosphate messen wollen, müssen wir zum Beispiel auch einfach darauf achten, dass wenn wir ein starkes Algenwachstum im Teich vorhanden haben, dass wir da wirklich die Phosphate vielleicht sogar gar nicht messen. Die Phosphate werden in den Algen aufgenommen und wir messen sie schlicht einfach nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir einfach schon ein bisschen auch mit den Augen schauen. Sind da viele Algen? Könnten die Phosphate vielleicht sogar schon gebunden sein? Es ist so, dass Zuflüsse, aber auch in Teichen Füllwasser wirklich gemessen werden sollte, um dort Phosphatbelastungen zu finden im Anschluss und dann Maßnahmen zu ergreifen, wie wir Phosphate rausbekommen. Und natürlich ist es so, dass Phosphate natürlich herausgeholt werden, indem Pflanzen wachsen, indem der Teichboden Phosphate aufnimmt, aber halt nicht in dem gewünschten Maße, wie wir es teilweise möchten. Es ist so, dass zum Beispiel eisenhaltiges Wasser, eisenhaltige Böden in Verbindung mit Sauerstoff Phosphate speichern können. Das Problem ist, haben wir keinen Sauerstoff mehr in dem Teich, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Das kann daran liegen, dass Sauerstoff verbraucht wird aufgrund vom starken Algenwachstum. Ist es am Ende so, dass der Teich, das Gewässer, nicht mehr die Phosphate aufnehmen kann und die Algen explosionsartig wachsen. Das haben wir gerade, können wir feststellen, im Frühjahr, wenn die Photosynthese einsetzt, dass uns das oftmals übermannt. Welche Möglichkeiten haben wir aber nun, Phosphate herauszuholen? Einige denken, in Filteranlagen werden Phosphate herausgeholt, wie von Zauberhand. Dem ist einfach nicht so. In normalen Filteranlagen ist es so, dass Phosphate adsorbiert werden mit verschiedenen Adsorberstoffen. In industriellen Anlagen zum Beispiel werden Phosphate ausgefällt. Das kann man mit Eisen 3 machen, das kann man mit verschiedenen Aluminiumsalzen machen. Aber generell ist das nicht für den Privatanwender gedacht, sondern da sollen Fachfirmen ran. Wir können sowas auch gerne berechnen, da kann man auf uns zukommen. Aber der einfachste Weg, um Phosphate rauszuholen, sind Unterwasserpflanzen und Schwimmpflanzen. Des Weiteren können wir aber auch Phosphate mit sogenannten Hydroxiden rausholen, wo Phosphate adsorbiert werden. Wir haben hier so ein Eisenhydroxid, was man bei uns auch kaufen kann. Hier ein Granulat, was in den Teich eingebracht wird, in verschiedenen Säcken. Es muss durchströmt werden, da muss man einige Sachen beachten, dass es wirklich vollflächig durchströmt wird. Das Granulat wächst zusammen, man muss es ab und zu auflockern und es ist endlich. Es muss von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden und deshalb müssen Phosphatmessungen in gewissen Zeitabständen einfach wieder durchgeführt werden. Und am Ende werden die Phosphate adsorbiert und nicht in Luft aufgelöst. Das Einzige, was wir hier machen, unsere Phosphatverbindungen werden stabil gehalten mit dem Eisen. Das heißt, es wird nicht umgesetzt, sondern es wird einfach adsorbiert und es haftet an. Am Ende können wir das Phosphat, wenn wir es in Säcken einfüllen, einfach rausholen und haben dort den Kreislauf unterbrochen und den Nährstoff entnommen. Wichtig zu wissen ist, dass wir hier auch darauf achten, dass wir nicht irgendwelche Stoffe kaufen, sondern wirklich auch wissen, wo sie herkommen, weil auch hier kann es passieren, dass wir uns zum Beispiel Schwermetalle mit in den Teich einbringen und die andere Probleme am Ende auftreten. Mit diesen Granulaten und Adsorbermitteln kann man vom Großgewässer bis hin zum kleinen Koi-Teich Phosphate herausholen, weil im Koi-Teich sind die Einträge durch Futter zum Beispiel sehr stark. Und deshalb haben wir hier eine individuelle Lösung für jeden Kunden
und können Abhilfe schaffen für übermäßiges Algenwachstum. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und uns einen Daumen da lasst. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Ganze auch noch teilen und am besten unseren Kanal abonnieren. Und wenn Fragen sind, kommt auf uns zu. Wir stehen jederzeit für euch bereit. Bis bald!